Heute am 15. Mai hat der Bundestrainer Joachim Löw den vorläufigen WM-Kader für die Weltmeisterschaft in Russland bekannt gegeben. Bei mir sind Sportredakteur Dirk Schuster, der für uns auch aus Russland berichten wird, und aus aktuellem Anlass Politikredakteur Andreas Schnadwinkel, um auf den doch aufsehenerregenden Besuch der Nationalspieler Gündogan und Özil beim türkischen Staatspräsidenten Erdogan einzugehen. Wir beginnen mal mit dem Sportlichen. Dirk, fangen wir im Tor an. Der ist der erste Name, der vielleicht etwas überraschend kommt. Manuel Neuer, er hat es ins vorläufige Aufgebot geschafft. Zwangsläufig ist eine richtige Entscheidung oder schon doch eher überraschend? Also ich finde schon, aufgrund der Verdienste von Manuel Neuer in der Vergangenheit, es ist eine absolut richtige Entscheidung, dass man ihm die Chance gibt, dabei zu sein, rechtzeitig fit zu werden. Klar ist aber auch, er muss wirklich fit sein für das Turnier, sonst macht es keinen Sinn. Sie haben 4 Torhüter nominiert, das ist nicht die Regel, das ist die Ausnahme. Besondere Situationen und besondere Torhüter erfordern so eine Ausnahmeregelung und ich finde das richtig. Ob es dann schafft, ich habe massive Zweifel, dass es genügt, mit einem Testspiel dann am 2. Juni gegen Österreich zu demonstrieren, dass er wirklich bereit ist für so ein Turnier. Aber ich finde schon, dass er die Chance verdient hat, das zu zeigen. In der Abwehr gibt es mit Jonathan Tah einen weiteren überraschenden Teilnehmer, zumindest des vorläufigen Aufgebots. Marvin Plattenhardt von Hertha BSC möchte man meinen, ist auch vielleicht unter den ersten Streichkandidaten. Sind das für dich Überraschungen, dass sie dabei sind? Nee, so richtig keine Überraschung. Ich meine, wenn alle fit sind, dann wird die Abwehrreihe, steht ja ohnehin mit Hummels und Boateng in der Innenverteidigung und mit Kimmich und Jonas Hector vom 1. FC Köln auf den Außenbahnen. Im Endeffekt geht es darum, immer ein Backup zu finden. Von daher, Marvin Plattenhardt ist auch da, was das angeht, als Backup gesetzt, meiner Meinung nach. Keine große Überraschung bei Jonathan Tah. Ja, das ist sicherlich einer von denen, die dann außer dem 4. Torwart, der dann eben nicht dabei ist und auf 3 reduziert wird, sicher auch einer von denen ist, die ein bisschen zittern müssen, gehören aber andere auch dazu. Insofern finde ich jetzt die Abwehrsituation erstmal nicht so überraschend. Süle und Tah halte ich für unwahrscheinlich dann bei der WM. Süle oder Tah, glaube ich, darauf läuft es hinaus. Ja. Im Angriff darf Nils Petersen vom SC Freiburg noch auf eine WM-Teilnahme hoffen. Bis jetzt ohne Spiel für die A-Nationalmannschaft. Allerdings auch bester deutscher Torschütze in der abgelaufenen Bundesliga-Saison. Logische Konsequenz, dass Löw ihn auf dem Zettel hat? Dass er ihn auf dem Zettel hat, auf jeden Fall. Dass Löw beim letzten Freiburger Bundesligaspiel gegen Augsburg im Stadion gewesen ist, mit Urs Siegenthaler zusammen, wird jetzt im Nachhinein auch immer klarer, warum das der Fall war. Wobei er sich die Gedanken auch nicht erst um dieses Spiel herum gemacht wird, Nils Petersen zu nominieren. Eine logische Konsequenz ist es ganz sicher nicht. Nils Petersen ist ein super Typ, finde ich, und auch ein klasse Torjäger, kalt wie Hundeschnauze. Ich mag den, von daher freue ich mich auch für Nils Petersen und hoffe auch, dass er im Endeffekt den Sprung nach Russland schafft. Ich finde auch, dass Jogi Löw in Russland 2 richtige Stürmer braucht. Der andere wird Mario Gomez sein, der ist auch gesetzt. Da führt, glaube ich, keinen Weg dran vorbei und das ist auch richtig so. Sandro Wagner ist bedauerlich. Man hat auch mit Sandro Wagner sicher nichts falsch gemacht. Wurde ja so ein bisschen auch diskutiert, ist das eine Entscheidung auch ein bisschen gegen den, Anführungsstrichen, Charakter von Sandro Wagner? Ist er zu aufmüpfig, zu fordernd? Ich glaube das überhaupt nicht. Ich glaube, das ist ein super Typ. Der hat überhaupt nichts dagegen gesprochen. Das hat rein sportliche Gründe. Nils Petersen ist mit Sicherheit der etwas spielerische Stürmer im Vergleich oder spielerischere Stürmer im Vergleich. Und insofern macht diese Nominierung durchaus Sinn. Vorläufige Nominierung, muss man ja sagen. Ja. Okay. Andreas, ebenfalls im Aufgebot, im vorläufigen Aufgebot sind Ilkay Gündogan und Mesut Özil. Und Mesut Özil, dankeschön. Dieser PR-Termin bei Erdogan hat schon für sehr viel Wirbel gesorgt. Wie bewertest du das? Ja, es ist sportlich natürlich klar, dass die beiden Spieler wegen dieses Treffens mit Erdogan und wegen der Trikotübergabe nicht nominiert werden. Das war ja von vornherein klar. Es ist jetzt die Frage, wie reagiert der DFB? Die Stellungnahme ist aus meiner Sicht ein bisschen dünn. Aber war genau so zu erwarten. Weil, wenn man sich vorstellt, der DFB-Präsident Grindel, CDU-Politiker, früher im Bundestag gewesen, würde jetzt zu Joachim Löw gehen und sagen, du, die beiden darfst du nicht mitnehmen. Ja? Und Löw würde sagen, dann trete ich jetzt vor meinem Amt als Bundestrainer zurück. In so eine Situation will man ja nicht kommen. Ja? Weder als DFB-Präsident noch als Bundestrainer. Und ich denke, dass das eine sehr große Belastung werden wird für die beiden Spieler während des Turniers, besonders für den, ich sag mal, für das Seelchen Mesut Özil, der ja immer so ein bisschen psychisch, immer so ein bisschen labil wirkt.
und da offensichtlich auch nie so ganz sein Potenzial deswegen abrufen kann. Und ich glaube, dass ihn das sehr belasten wird. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass das nicht deswegen nicht unbedingt sein Turnier werden könnte. Ja, das ist so meine Einschätzung. Wenn man jetzt noch bedenkt, dass Emre Can, der gar nicht im, auch wegen der Rückenverletzung, gar nicht im vorläufigen Aufgebot ist, dass der auch eine Einladung zu diesem Treffen in London mit dem türkischen Präsidenten Erdogan hatte und dies aber ganz klar abgelehnt hat, dieses Treffen, dann bekommt, dann sind die beiden jetzt nochmal anders im Fokus. Ja? Also sie, dann war, es gibt eben dann eben einen deutsch-türkischen Spieler, der konnte dieses Treffen offensichtlich einschätzen, welche Wirkung das haben kann, und hat abgesagt. Und die anderen beiden konnten das entweder nicht einschätzen oder es war eine bewusste Entscheidung. Und so oder so, das Thema geht weiter. Die Reflexe auf der, bei den normalen Leuten auf der Straße, beim Bäcker, ja, die sind natürlich so nach dem Motto, Löw muss die zu Hause lassen. Ne? Das ist der erste Reflex, aber das geht natürlich nicht weit genug. Und ich denke auch, dass die Nationalmannschaft als immer so als Integrationsmotor verkauft wird. Ja? Und damit hängt auch die Umbenennung der Nationalmannschaft zusammen, von deutsche Nationalmannschaft in die Mannschaft. Ja? Das ist ja dieses Marketing-Ding von Oliver Bierhoff. Und damit soll auch unsere Nationalmannschaft, die deutsche Nationalmannschaft, ein Stück weit entnationalisiert werden. Ja? Und um zu sagen, okay, wir sind für alle offen, für alle, die hier aufwachsen, für alle Migranten, die gut Fußball spielen und dann so ihren Weg machen können. Und wenn das als Integrationsmotor gedacht war, dann kann man aufgrund dieses Treffens sagen, diese Form oder dieses Denken, Fußball kann integrativ wirken, ist gescheitert. Der Name Emre Can fiel eben schon. Es ist einer der Kandidaten, die es nicht geschafft haben. Dazu zählt auch Mario Götze, der uns 2014 zum Titel geschossen hat. Und auch andere Spieler, Kevin Volland, Sandro Wagner, die auch viele Experten auf dem Zettel hatten, sind nicht dabei. Stärkst du Jogi Löw den Rücken? Sind das für dich nachvollziehbare Entscheidungen oder hättest du den einen oder anderen schon gerne dabei gesehen? Also ich muss ihm nicht den Rücken stärken. Er wird mich nicht fragen, wen er nominiert. Aber ich finde, dass es gute Gründe gibt, Mario Götze zu Hause zu lassen. Das auf alle Fälle, weil das sicher nicht seine Saison gewesen ist. Und er seit dem Titel Tor 2014 keine besonders gute Entwicklung hingelegt hat. Insofern nachvollziehbar die Entscheidung. Ich glaube, es hätte auch nichts gebracht, ihn in das vorläufige Aufgebot zu berufen, um ihn dann zu Hause zu lassen. Dann lieber klare Kante, sich der Diskussion jetzt stellen und dann mit den 27 Leuten nach Südtirol fahren. Ja, 27 sind es noch. Am Ende werden es 23 sein, die nach Russland fahren. Die vier Streichkandidaten, welche vier sind das für dich? Ja, also wie eben schon angedeutet, Manuel Neuer könnte dazu zählen. Das entscheidet sein Fuß, möchte ich sagen. Und dann im Endeffekt er zusammen mit dem Bundestrainer, die werden das von Mann zu Mann besprechen und dann Entscheidungen treffen, die mit Sicherheit sehr vernünftig ausfallen wird, da habe ich überhaupt keinen Zweifel. Und dann eben schon angesprochen, klar, Süle Tah, defensiv, potenzielle Kandidaten, Julian Brandt sicherlich auch, der ja nie so richtig gesetzt war. Sebastian Rudi hat bei Bayern auch kein gutes Jahr gehabt. Der Bundestrainer findet trotzdem einiges an ihm. Es gibt auch gute Gründe, ihn zu nominieren, zumindest vorläufiger Aufgebot, weil er einfach ein sehr flexibler Spieler ist. Aber auch sicher einer, der sich nicht ganz, ganz, ganz sicher sein darf, in Russland im Endeffekt dabei zu sein. Hast du vielleicht noch ganz andere Namen auf dem Zettel als unser Sportexperte? Ja, also Emre Can hätte ich mir vorstellen können, aber ich habe das ja mit der Rückenverletzung schon gesagt. Ich sehe das bei Götze ein bisschen anders. Ich hätte ihn mitgenommen, weil dieser psychologische Effekt, der auf die anderen Mannschaften wirken könnte. Wenn du jetzt in einem K.O.-Spiel bist und steht unentschieden und du wechselst 10 Minuten vor Schluss den Siegtorschützen des WM-Finals von 2014 ein, weiß nicht, was das mit dem Gegner macht, aber das ist natürlich, ne, Spekulation.